Hi Leute, jetzt gibt es direkt wieder die nächste Technikübung zum Thema Kraulschwimmen. Und zwar wird das eine anspruchsvolle Übung sein, also für Fortgeschrittene, für Anfänger würde ich sie eher nicht empfehlen. Was mache ich heute? Ich schwimme ganz normales Kraul, aber bei jedem dritten Armzug werde ich, anstatt direkt wieder vorne mit dem anderen Arm zu ziehen, werde ich nach vorne gehen und dann über Wasser wieder zurück und dann erst wieder mit dem nächsten Zug, 1, 2, 3 und dann wieder nach vorne gehen, wieder zurück und wieder mit dem anderen Armzug weitermachen. Was hat das Ganze für einen Sinn? Währenddessen ich natürlich hier über Wasser zum einen nach hinten und wieder nach vorne gehe. Achtet dabei auch auf eure Technik. Wenn ihr mit einem hohen Ellenbogen Kraul schwimmt, dann macht es beim Zurückgehen auch mit einem hohen Ellenbogen. Für die Sprinter unter euch, die vielleicht mit einer etwas gestreckteren Armhaltung schwimmen, könnt ihr auch gerne eben mit einer gestreckteren Handhaltung das Ganze mal üben. Aber gleichzeitig, währenddessen ich natürlich hier über Wasser zurückgehe, natürlich ganz klar, wird es schwieriger, die Wasserlage zu halten. Gleichzeitig muss ich auch schauen, dass der Ruhearm hier vorne möglichst weit oben liegt und nicht absinkt. Zum einen hat es der Grund, dass der Widerstand nicht größer wird. Wenn die Schulter und der Arm ins Wasser fällt, habe ich mehr Wasserwiderstand. Wenn der Armzug aber vorne liegen bleibt, habe ich auch gleichzeitig für meinen kommenden Armzug eine größere Zuglänge. Achtet zudem auch auf die Diagonalspannung, einfach Abdruck und Streckung. Und da mache ich euch das Ganze jetzt einfach mal vor und schaut einfach mal zu. Ich hoffe, ich kriege es selber hin. Wie gesagt, anspruchsvolle Übung. Aber guckt einfach mal dazu und macht's nach. Ich denke, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, worauf es ankommt. Es wird schwer, wirklich den Armzug oben zu lassen, die Schulter oben zu lassen. Es wird aber einfacher für euch, wenn ihr in dieser Zeit, in der der Armzug über Wasser zurück und wieder nach vorne geht, einfach den Beinschlag intensiviert. Also auch wieder eine Übung für die Beine auch. Und holt euch da vielleicht am Anfang Flossen. Dann wird es einfacher, die Spannung zu halten. Wie gesagt, Flossen verbessern ja immer die Wasserlage und den Abdruck über die Beine. Einfach, dass man sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich auf die Armhaltung des passiven Arms und auf das Zurücknehmen und nach vorne nehmen des Arms über Wasser. Probiert es zu Hause aus. Ich hoffe, die Übung gefällt euch wieder und gebt mir ein Feedback wie immer. Einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.